Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 15 hier auf dem App Holzhausen zusammen mit Marc. Hallo. So, wir sind hier wieder fleißig bei der Feldarbeit. Ich bin jetzt letztens hier am Ende vom letzten Teil mit dem Klaas Mega hier zu Feld 26 gefahren, wo wir jetzt Weizen, sollte das sein, hier auf dem Feld haben, den ich dann jetzt gleich dreschen werde. Aber davor gucke ich nochmal kurz bei der Biogasanlage vorbei. Und du hast letztes Mal am Ende vom Teil noch gedüngt. Wie weit bist du jetzt schon? Ich bin immer noch dabei. Okay. Im Moment auf Feld 16. Aber gut, sonst die anderen Felder haben wir ja gedüngt, wo wir es drauf haben. Ja. Achso, das hast du jetzt hier gar nicht gesät, gell? Was denn? Feld 15 habe ich nicht gesät, ne? Ich habe erstmal das fertig getroschen. Ja, okay. So, genau, wir haben ja hier die große Nachfrage jetzt seit ein paar Teilen hier. Noch bis 23 Uhr im Spiel hier große Nachfrage für Silage. Das nutzen wir natürlich sofort aus. Keine Frage, und füllen hier schön die BGA. Füttern sie schön mit Silage. Damit wir hier gut Geld bekommen. Ihr seht, wir haben unseren Kontostand wieder ordentlich in die Höhe bekommen. Haben wir jetzt hier schon wieder über 100.000 Euro. Mittlerweile 162.000 Euro mit einem Überladen. Jetzt gerade hier 12.000 Euro gemacht. Das ist schon ziemlich gut. Also langsam lernen sich hier die Silos, aber es geht, ja, es geht eigentlich von der... Also wir brauchen jetzt nicht unbedingt direkt wieder Mais zu häckseln. Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, dass wir mal Mais gehäckselt haben. Wir hatten ja irgendwann mal so eine richtige lange Session sozusagen von Maishäckseln gemacht, ne? Ja. Da haben wir mehrere Felder da am Hof gehabt und Mais gehäckselt. Guck mal, beim LS17 ist ja jetzt auch Akko als Partner angekündigt, ne? Oder wurde ja auch bekannt gegeben. Welche Firmen gehören jetzt nochmal alles genau so dazu, oder von den Traktormarken, sagen wir mal so? Massey Ferguson, Cat, also Caterpillar, Fendt und das war noch irgendwas. Was gehört noch dazu? Valtra. Ja, okay. Aber meinst du, ich glaube noch ein paar andere, aber ja, das sind jetzt so die bekanntesten. Die größten davon. Meinst du, ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz genau mitverfolgt, aber also ich weiß auf jeden Fall, meine ich, dass ich gehört habe, dass Fendt dann auf jeden Fall dabei sein soll? Ich habe da noch überhaupt nichts zu gehört. Okay, also. Also das halt Akku, meine ich, also hieß es, dass angekündigt ist oder gesagt wurde, dass es dabei ist. Oder es hieß nur, dass aus dem Akku-Konzern oder so ein paar dabei sind. Auf jeden Fall, Fendt, meine ich, ist ja unter anderem dabei. Massey Ferguson, meine ich, sogar auch. Aber ich will jetzt hier nichts irgendwie sagen, dass es so ist. Ich habe, meine ich, hätte nur irgendwo sowas gelesen. Kann sein, dass es auch ganz anders ist, dass ich jetzt hier ganz falsch liege. Aber geh mal davon aus, zum Beispiel, du bist ja jetzt so ein großer Fendt-Fan sozusagen, also... Seine Lieblingstraktormarke. Und Fendt war ja damals bei so 2009 und so, war ja eigentlich war die einzige Traktormarke, die da dabei war, ne? Wo? Achso, beim LS? LS, ja. Ne, da war noch Deutz und. Was war denn noch? Oder war das Deutz? Ja, aber von den größeren Traktoren war dann eigentlich immer nur so 936 und so. Und auch so. Noch so nicht Schlepper, sondern Drescher. Und. So wie es aktuell zumindest, was ich halt gelesen hatte, meine ich, dass ich in Erinnerung habe, dass da ja Fendt auch jetzt was? Erntemaschine, achso. Fendt auch dabei ist. Und würdest du dann jetzt dann im Moment machst du es wahrscheinlich auch eher so, dass du jetzt halt mehr Mods als Standardmaschinen einsetzt, oder? Bei dir im Singleplayer. Ich habe eigentlich nur Mods. Und Außer irgendwas habe ich Standard, ich glaube eine Schaufel oder so. Und das, du benutzt ja dann auch eigentlich meistens jetzt halt so Traktoren von Fendt im Singleplayer, ja, wahrscheinlich, oder? Ja. Und wenn die jetzt aber standardmäßig dabei wären, würdest du dann trotzdem mehr auf Mods setzen, oder? Ja, je nachdem, wie gut oder schlecht die halt gemacht sind, oder? Also, die Standardmaschinen jetzt. Gefallen mir die Standardmaschinen jetzt schon recht gut, also. Also man merkt schon einen Unterschied, wie sie sich weiterentwickelt haben, verbessert wurden. Ja. Gut, es werden jetzt halt wahrscheinlich nicht die sein, die mir so gut gefallen, ja. Also was weiß ich, so ein 615 oder so. Also ein Alter wird es ja nur die aktuellen Traktoren dann wahrscheinlich. Ja, genau. Also gut, es gibt ja hier auch schon so ein paar alte, die hier drin sind, aber ja, von den größeren Firmen sind meistens eher die neuen dabei. Oder es sind nur mal so ein alter, zwei alte dabei, ja. Ja gut, bei sowas muss man auf Mod setzen, aber du würdest schon so sagen, dass du dann vielleicht sogar, außer es gibt einen Mod, der nochmal deutlich besser ist als diese Standardfahrzeuge, würdest du dann auch halt dann so ein Fendt dann auch mal nehmen von Standardfahrzeugen? Ja, schon. Weil wir spielen jetzt hier zum Beispiel auch nur relativ wenig halt mit Standardfahrzeugen, ja. Ja gut, sei denn du zählst jetzt halt den Holmer als Standardfahrzeug. Ja gut, okay. Ja, also, ja, würde ich jetzt schon so sagen, weil es ja halt von Giants halt entwickelt ist sozusagen.
halt ja, andere. Es ist ja nicht standardmäßig im Spiel. Dabei. Ja, gut, ist auch wieder nicht. Das ist halt ein DLC, ja. Also halt von den Fahrzeugen, die halt hier. Ja. Also ich hätte jetzt halt so, habe ich jetzt eben so mehr halt dazu gedacht, noch als Standardfahrzeug. Auch wenn die halt nicht standardmäßig drin sind, ja, stimmt natürlich. Ich würde mal ein paar Ballen pressen. Mit der Ultima? Ja. Ja, dann mach das mal, teste die mal aus. Hast ja da ein paar Bahnen liegen da. Was für eine Ballengröße soll ich machen? Was kannst du machen? Ach, du kannst auswählen, oder wie? Ja, wenn ich hier mal um die Kurve kommen würde. Ich kann auswählen zwischen... Verdammt, das war auf den Weg gelegt. Egal, müssen wir irgendwie später aufnehmen. Wie wär's, wenn du mal vorne Runde machst? Ja, es ist auch irgendwie Vorgewinde. Na gut, ja, ich mach stimmt da oben dann noch Vorgewinde später, ja. Lass mich gucken. Also, anschalten. Dann kann man hier Ballengröße 1,30, 1,40, 1,50. Eins davon. Ah, das ist an, so jetzt angegeben in Metern, oder was? Also. Ja. Keine Ahnung, also nehmen wir jetzt nicht das Kleinste, oder? Kannst ruhig groß. Großen nehmen eigentlich, oder? So, dass halt keine Ahnung, dass sie halt auf diese Sammelwagen drauf passen, werden schon die Großen sein, oder? Ja, ja. Ja, dann nimm ruhig passen die... alle da drauf. Dann nimm ruhig den Größten. Die Größten. Die Größten. Ja, oder? Ja. Dann guckst du halt, guck halt einfach mal, wie die aussehen. So, du kannst ja dann jetzt, genau, du kannst ja jetzt einfach weiterfahren und der presst ja dann weiter, sammelt ja weiter auf. Im Vergleich zu einer normalen Ballenpresse, wo du ja anhalten, Rundballenpresse, wo du ja anhalten müsstest, ne? Genau. Der Vorteil halt von der Dings, von der Vorpresskammer. Achso, und die ist genauso konstruiert, dass es halt so ausreicht von dem Fahrtempo, was man halt da so fährt, ne, wahrscheinlich. Ja. So, absenken. Machen wir hier ein bisschen Vorgewende. Wobei das Feld halt jetzt recht klein ist, was du da hast, aber. Das macht ja nichts. So, fahren wir hier gerade so zurück. Das macht insofern was, als dass ich gerade am Zaun festhänge. Ja. Das Feld hier dann wahrscheinlich ein bisschen entspannter. Nicht nur ein bisschen entspannter. So. Den MB-Truck, den fordern wir hier aber jetzt auch gerade. Das sind sehr. Du hast einen MB-Truck genommen? Ja, in dem anderen hängt da noch die Dings. Die Seemaschine, stimmt. Ich guck mal kurz vorbei, weil hier ist. Ah, doch, ist auch Gerste drin. Achso, du hast jetzt einfach ausgestellt, dass da einfach keine Silage gemacht wird, ne? Das Ballenwickeln habe ich ausgestellt. Ja, genau. Hat ja keinen Sinn, Beispiel. Und hast schon jetzt zum Einsatz gehabt, mit der, dass die Vorpresskammer genutzt wurde, oder? Ja, schon die ganze Zeit, aber warum presst die jetzt nicht? Ach, weil ich sie aus habe. Gut. Aber guck mal, das ist jetzt vom das ist jetzt der größte Ball, ne? Hast du ja gesagt. Ja. Das sieht aber eigentlich, das ist eigentlich so groß wie die... Hä, warum steht der sehr... Ach, du bist hier. Ja. Der hat sich bewegt von Geistern. Aber sieht eigentlich so groß aus wie der, den wir davor auch mal gepresst haben mit der New Holland Ballenpresse, oder? Ja, aber das gibt schon einen Unterschied. Ich habe ein Bild gesehen, wo sie die alle drei. Ja, ja, aber ich meine jetzt, hatten. Der größte hier ist so groß wie der, den wir damals mit der New Holland Ballenpresse gepresst haben, wahrscheinlich. Das kann schon sein, ja. Aber wann würde ich dann den kleineren dann pressen? Also wann. Ja, wenn ich eine andere Ballengröße haben will. Ja, aber ich meine jetzt hier im Spiel. Also fällt dir da irgendeine Situation ein, wo du das machen würdest? Ja. Das ist halt wegen dem. Realismus, so. Ja. Weil man echt das halt nochmal ein bisschen anpasst, ja. So, ich bring das gerade mal zum Hof. Wobei, wieso mache ich das eigentlich? Och man! Ich hätte eigentlich auch weiter dreschen können, aber egal. Hol nur kurz meinen Traktor. Ja, laden wir es am besten aus und dann können wir dann nämlich den dann gleich einsetzen, auch zum anderen Feld bringen, zum Abbunkern dann. Nein. Was denn?
Na, hier wächst das Ganze auch schon so langsam. Achso, wir haben ja hier sogar schon Silage so dahin gemacht, wo wir dann für die wir dann für die Kühe einsetzen können. Ja. Yeah. So, gucken wir mal. Laden das Ganze hier mal aus. Das ist ja auch schon ordentlich gefülltes Fahrsilo, wobei das sieht zwar, glaube ich, ziemlich voll aus, aber da passt noch ordentlich was rein, glaube ich. So, füllen wir mal unser Bunker wieder ein bisschen auf. Da drüben ist ja dann das mit den Zuckerrüben einlagern und so. Das kommt ja dann auch noch alles. Ich weiß gar nicht, was der beste Weg jetzt ist. Egal, fahren wir mal hier lang, ist jetzt egal. Rechts wieder lang und dann fahren wir auf die Landstraße da zurück. Es geht gut mit der Ultima hier. Wahrscheinlich besonders mit dem, dass du halt nicht anhalten musst, ne? Ja, wobei auf dem Stück ist das jetzt eh hier gerade ein bisschen. Das wollte eben mal los, weil wenden ich so muss. Viel hier rumkurbel. Ja. Warst du davor schon mit der gearbeitet irgendwie, ja, oder? Okay. Also kanntest du jetzt hier schon. Ja. Hast du auch schon mal gewickelt, so Ballen, oder? Nee. Die kann man dann einfach einfach nur in diesen Futterdings reinschmeißen. Mit der Folie sozusagen. Also die muss man ja nicht irgendwie dann abmachen oder so wahrscheinlich, ne? Nee, im Spiel nicht, in echt schon. Ja gut, in echt, ja. Und Bahn für Bahn für Bahn für Bahn für Bahn wird zum Ballen. Achso, diese Netzrollen müssen wir auch nachfüllen, ne? Wenn die leer werden. Ja. Oder sind ja viele drin. Noch, ja. Du kriegst ja, das ist so eine Anzeige, oder? Irgendwie, glaube ich. Ja, da muss ich raus. Achso. Da steht das, glaube ich, irgendwo. Ja, aber das wird ja jetzt nicht gleich leer sein, das kann ja nicht sein. Ja. Na, hier können wir wieder ein bisschen was auffüllen. Gucken, wo wir gerade schon dabei vorbeikommen. Ein bisschen wieder Geld verdienen. Also über die 200.000 kommen wir auf jeden Fall jetzt noch, denke ich mal, mit dem, bei der großen Nachfrage jetzt. Ja. Yeah. So. So, schön wieder da einladen. Mit der Zeit gewöhnt man sich echt hier an die Steuerung mit dem Joystick und lässt sich das echt ziemlich gut machen, finde ich. Ist noch besser als mit der Maus, als ob man die ganze Zeit mit der Maus immer so hin und her bewegt. Die jeweilige Maustaste halt immer klicken muss, so kann man schon schön hier lenken, Gas geben, fahren halt und gleichzeitig den Joystick hier benutzen. So, das ist wieder voll. Dann gucken wir beim Drescher wieder vorbei, der ist auch schon voll. Muss auch einmal abgebunkert werden. Hast du da einen Helfer eingestellt, oder? Nee, der stand hier eben, als ich den Anhänger geholt habe. So. Ich wusste, hab gar nicht so drauf geachtet, ich wusste gar nicht, dass er voll, also so gut wie voll ist, der war bei 97%. Ah ja. Hab eigentlich nur so mal, ja, gut, jetzt hol ich einfach meinen Anhänger, ich wollte mal kurz beim Ballenpressen vorbeigucken. Das wird nicht gehen, weil das andere Gerste ist. Achso, du hast ja nicht gemacht. Hä, das andere, das ist auch wieder Gerste. Das war beides Gerste. Nee. Doch, also laut dem Drescher, laut der Anzeige. Also sind bei 199.300 Euro. Echt? Das war da vorher viel, viel dunkler, was wir gedroschen haben. Oder sah das jetzt nur bei mir so aus? Das sah vielleicht nur bei dir am Bildschirm so aus, ja. Also beides, so wie ich es in Erinnerung habe, Gerste. Also zumindest das ist auf jeden Fall Gerste. Das davor, meine ich, war auch Gerste. Ah ja. So. Und wie viele Ballen hast du schon? Steht das hier irgendwo? Nee, haben wir keinen Ballenzähler. Doch, 7. Ah, da steht auch bei der Ballenpresse dabei. Kannst du es so resetten und so weiter, oder wie? Ja. Scheinbar schon. So, Leute. Ja, wir sind an der Stelle auch schon wieder am Ende von diesem Teil hier angekommen. Und dann gucken wir mal, wie es im nächsten Teil so weitergehen wird. Genau, wie viel Ballen der Markt dann pressen wird im nächsten Teil. Ich bin jetzt fertig. Also, du bist im Feld schon fertig. Gut. Also, noch eine Bahn. Genau. Das gibt vielleicht noch.
Wenn ich Glück habe, gibt's noch einen Ball. Naja, sonst haben wir so. Sonst halt ja, dann für später irgendwie. Jetzt 44% und der. Ja. Genau. Ja, ich dreche dann hier noch ein bisschen weiter. Wir gucken, dass wir uns weiter um die große Nachfrage kümmern, da noch ein bisschen Geld verdienen. Und dann gucken wir, wie es sonst noch so weitergehen wird. Das werden wir alles dann im nächsten Teil sehen. Ich hoffe, der Teil hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und dann hören wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Haut rein. Euer Line-Gamer 1. Ciao. Und der Marc, der gerade den letzten Ballen der Nummer... Ah, komm. Na? Ah. Es wird nicht mehr ganz. Reicht nicht mehr. Hättest du einen kleineren einstellen müssen. Ja, das wäre nochmal... 799. Nein! Das scheitert bei 99% noch 5 Dingsbums fehlt. Noch 5. Warte, hier Zahl liegt noch so ein Stüpsen. Ha! Es gab noch einen Ball. Das ist genau leer, die Presskammer, oder wie? Sind es bei 8 Stück. Haha. Naja, 8 Ballen bei dem Feld. Ich glaube, da müssen wir sogar zweimal fahren mit dem Sammelwagen dann. Ja, 6 Stück passen drauf. Guck mal hier, wie das sehr passt. Gut. So, jetzt dürfen wir aber beenden. Wunderbar, genau, dann war es an der Stelle von dem Teil hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Tschüss.